Okay, let's go, meine Freunde der guten Unterhaltung und des Rennsports. Wir spielen heute Need for Speed Hot Pursuit Remastered in Version von 2020. Und wir werden jetzt mal reinschauen. So, da ich mit meinem Controller leider nicht die Menüfunktion hier bedienen kann, werde ich das teilweise mit dem, ja, mit der Tastatur machen. So, Karrieremodus. Ich habe schon ein bisschen was reingelunzt. Ich habe ein Race gewonnen auf jeden Fall, habe mir die Goldmedaille geholt. Leider kann ich das nicht verhindern, dass die Cloud das immer wieder neu runterlädt. Ich habe das versucht, hier von meinem Rechner zu löschen, also den Spielstand natürlich. Und ja, leider, wenn ich das Spiel starte, lädt die Cloud, also besser gesagt, mein Rechner von der Cloud die Speicherstände wieder runter. Ja, kann man leider nichts machen. Ich habe versucht, das irgendwie abzuschalten, aber irgendwie finde ich die Funktion dabei, wie heißt das hier, bei Origin nicht. So, gehen wir mal kurz in die Einstellungen. Game Settings. Controls. So, Controller, okay. Habe ich da alles auf Standard. Leider erkennt das Spiel nicht diesen Logitech Controller. Deswegen Unknown Device. Naja, ist ja völlig wurscht. Hauptsache, ich kann fahren und lenken und Gas geben und andere von der Straße fegen. So, okay. Ich fange jetzt einfach mal an. Also das erste Game war hier unten links. The Grand Ocean Coast. Das habe ich auf jeden Fall gewonnen. Wie ich die hier freischalten kann, weiß ich immer noch nicht. Ich habe das damals schon gezockt, 2010, die erste Version davon. Und 1998, die allererste Version von Hot Pursuit. Aber die von 2010, da kann ich mich so gut wie gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß ja auch gar nicht, wie ich da die Spielstände hier freigeschaltet habe. Nicht Spielstände hier, also die weiteren Rennen hier, Time Trial, Race, Hot Pursuit. Keine Ahnung, wann die freigeschaltet sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier mal das hier spielen. Mit dem Controller funktioniert es anscheinend nicht. Navigation funktioniert auch nicht. Das ist ja schön und gut. Muss ich alles mit der Tastatur machen. Naja. Ja, ne, dann hole ich mir mal die Goldmedaille hier beim Preview. Da haben wir jetzt schon eine Silbermedaille, aber ich hätte gern die Goldmedaille. Und zwar mit dem Sonder, wie heißt der? Keine Ahnung, irgend so ein Roadster, ja. Sonder Roadster. Nenne ich ihn einfach mal. Und wähle den jetzt mal aus. Wähle mir die passende Farbe. Rot gefällt mir am besten. Dunkelrot. Horatio Pagani und sein Team haben once again created a piece of art able to speed over 350 kilometers per hour. Okay, let's go. Schmieren wir mal ein bisschen Gummi auf die Straße, würde ich sagen. So, continue. Und los geht's. Sicht weiß ich jetzt auch nicht, wie man die ändern kann. Ich würde gerne die Sicht ändern, aber das, ja, das... Ich weiß nicht, ob die Funktion hier funktioniert oder ob die es überhaupt gibt. Oh, alter Gegenverkehr. So, jetzt holen wir mal ein bisschen was aus der Karre raus, würde ich sagen. Ein bisschen Nitro noch hier einsammeln. Warum kommt da nichts? Ah, jetzt. Alles klar. Oh, shoot! Alter, ich hasse den Gegenverkehr und Verkehr überhaupt. Die Karre pappt so auf der Straße, ne? Das ist unglaublich. Moment. Wo ist denn jetzt denn das scheiß Menü? Ah, da, jo. Ein Momento bitte. Einmal kurz. Ne, warte mal, nicht da. Zurück bitte. Die Audio Settings. So. Musikvolume machen wir mal auf 50. Speech ein bisschen leiser. Das
Machen wir auf fast gleicher Höhe der. Ja, machen wir 70. Oder 60, warte mal, was ist hier? 50, okay. Dann würde ich sagen, weiter im Text. Wo ist mein Controller? So. Okay, die Musik, die hört man nicht, aber wenigstens der Sound ist zu hören. Oh, holen wir mal ein bisschen was aus der Karre raus. Ich weiß nicht, ob wir die 400 knacken würden, aber könnte gut möglich sein. Oh, shoot, Alter, war das eng. Wow! Wow, shoot! Ich will die Goldmedaille definitiv, aber bei den Konditionen wird das, glaube ich, nichts, oder? Habe ich sie? Habe ich sie nicht? Als 30 bin ich gefahren. Bronzemedaille. Scheiße. Nur wegen dieser Kollision. Egal. Weiter, bitte. Na toll. Von Silber auf Bronze. Tolle Scheiße. Egal. Ich würde sagen, fahren wir noch eine Runde. Ja, wie sieht's aus? So. Gut, den nehmen wir. Klar. Das gibt's ja hier nicht. Ich weiß nicht, ob das rot war, aber ist mir scheißegal. Hauptsache die Karre fährt. Na, nach hinten, wir fahren. Sieht's aus mit Nitro, ich brauch Nitro. Da lädt sich nicht gerade schnell auf, aber wenn wir so in der Mitte fahren, kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen zusammen. Gerade würde ich sagen. Die nächste Gerade. Werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen Nitro raushauen. War jetzt schon egal. Hauptsache ich komme schnell auf den Arsch. Oh, das finde ich jetzt zu viel. Oh, shoot, Alter, war das eng! Der Gegenverkehr ist blöd. Nitro. Habe ich jetzt die? Ah, Silber. Ich muss noch schneller werden. Ach, das glaube ich, mache ich mal, wenn ich mal in Ruhe zocken kann. Das gehen wir zum nächsten. So. Was habe ich denn? Ah, New Car. Okay, der Audi TT RS. Nice. Finde ich geil. Performance Series. Yeah. Okay, let's go. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Kohle zusammenschöffeln. Das lassen wir jetzt erstmal aus. Ich gehe mal hier zu dem neuen. Warte mal, was ist das denn hier eigentlich? Ach, da habe ich auch schon eine. Oh ja, das habe ich total vergessen. Die habe ich übersehen. Ja, also ich habe jetzt schon zwei Goldmedaillen. Tut mir leid. Also, ja, aber ne, man muss ja ein bisschen reinschnuppern. Ne? Man muss ja ein bisschen reinschnuppern, um halt ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. So, ja, dann fahren wir mal das nächste Rennen hier, würde ich sagen. Your car has been installed with the latest anti-pursuit technology. This bike strip. Based on SCPD technology, the system releases a lethal spiked strip from the rear of your car. If another vehicle drives over the strip, they will be damaged and temporarily immobilized. Use the moment well and make your move. Moment, your vehicle kann man das can nicht only nur carry a limited number of strips and will take time to recharge after each use. Kann man die Spike Strips nicht irgendwie nur mit den Bullen da einlegen? Ich bin der Meinung doch, ne? Oder? Oder war das auch schon mit denen hier? Ich weiß es nicht. Na toll. Das kann ich nicht mit dem Controller hier auswählen. Was nehmen wir denn hier vor allem? Wir haben Porsche. Wir haben den Mazda RX-8. Top Speed, warte mal. Was heißt denn BHP? Was ist denn das? Achso.
Da kommt ja noch ein bisschen was. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich denke mal, die Umdrehung pro Minute oder so, kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall die hier zur Auswahl. Lancer Evolution. Der wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Ist All-Wheel. Ja, den nehmen wir uns mal. Der hat auf jeden Fall Four-Wheel-Antrieb. Different for a reason. Known as Evo to its friends, this is the high-performance sedan and the 10th official version to date. The Lancer Evolution saw success in the World Rally Championships. Der gefällt mir am besten in Schwarz. With driver's titles from 19... So. Lange dauert das jetzt noch? Mein Rechner ist immer noch kein D-Zug, aber schnell genug. So, skippen wir das erstmal. Ich weiß gar nicht, wie man die Spikes und sowas alles raushauen kann. Skipping bitte. Okay, let's go. Ab geht die wilde Fahrt hier. Schweinebande. Hau ab da! Oh, da war eine Abkürzung, habe ich gerade gesehen. Oh, der hält sich gut auf der Straße. Ey, du Arsch! Schubst mich nicht. Dann schubse ich dich mal. Okay, let's go. Der Interceptor ist unter, ja. Boom, Alter! Voll weggefegt, direkt am Anfang, ohne dass der losfahren konnte. Ist das geil, Leute, ist das geil. Voll in den Rhein gebremst, Alter. Perfektes Timing, Alter, echt mal. Ich habe jetzt gedacht, der jagt uns, aber... Scheinbar... Ah, okay, ich hab Spikes. Ach, das, glaube ich, geht mit dem Steuerkreuz. Kann das sein? Ich muss ein bisschen aufholen. Weg da! Ich glaube, die Masche ist gar nicht mal so schlecht, ne? Am besten immer so ein bisschen rechts halten. Und wenn man weiß, dass die Bullen kommen. Oh, scheiße, Straßensperre. Weg da! Komm! Kommt und holt mich, kommt und holt mich doch. Bleibt ihr denn, Schweinchen? Yeah, ich hab einen. Ich hab noch zwei Spikes. Hauen wir doch direkt noch einen raus. Und die Bullen sind durchgefahren. Meine nächste, bitte. Ach scheiße, ich muss die Bullen ausschalten. Was sind denn auf den Fersen? Okay, mein Freund. Was ist denn jetzt los? Hallo? Was ist denn jetzt los? Wo ist der Sound? Ich konnte gar nicht mehr fahren, Alter. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Ich weiß nicht, was. Das tut mir leid. Irgendwas hat sich hier von selbst abgeschaltet. Ich konnte nicht mehr lenken. Ich konnte gar nichts mehr. Boom, weg ist er. Aber egal. The show must go on. Ich hab noch mal überprüft, ob mein Controller irgendwie aus dem USB rausgerutscht ist. Weil das kann eigentlich so gut wie gar nicht passieren, weil das Kabel ist lang genug. Oh, Bulle. Mach dich vom Fleck hier, Alter. Mach dich mal vom Acker. So, jetzt wieder Konzentration auf das Rennen. Nitro haben wir genug. Und noch mal ein bisschen was aus der Karre raus. Suspect, try to run off the road.
Sorry, dass ich so stillschweigend bin, aber wie gesagt, Concentration muss sein. Hey Bulle, du kannst mich mal. Ich ramme jetzt erstmal deine Kollegen hier weg. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich einen Unfall gebaut? Oh nö, oder? Alter, ist meine Karre verbeult. Ja, lecko, funny. Bumm, okay, ich bin erster. Jawollo, geil. Ey, was vorhin passiert ist, keine Ahnung, das kann ich mir nicht erklären. Das tut mir auch leid, also, dass da so eine kleine Unterbrechung gab. Ich werde es auf jeden Fall in der Aufnahme mal überprüfen. Vielleicht schneide ich das raus, aber das wäre ja Schwachsinn. Naja, vielleicht belasse ich es auch so. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Absolut keine Ahnung. Ich bin weder auf meine Maus gekommen, noch auf die Tastatur. Irgendwie seltsam. Das war total weird. Eine neue Karre ist freigeschaltet. Maserati Grand Cabrio. Okay. Wir haben ein Grand Cabrio. Maserati. Nice. Okay, ich glaube, ein Rennen fahren wir noch. Oh, wir haben noch eine neue Karre. 370Z Roadster. Nice. Geil. Open Air, Open Roads. Jawohl, dies und das. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ist mir scheißegal. So, was haben wir denn hier? Oak Valley. Preview. Nee, so eine Preview habe ich keinen Bock drauf. Ich will Rennen fahren. Was haben wir hier? Preview. Oh, schon wieder so eine Vorschau. Was haben wir hier? Ein Duell, okay. Ja, dann fahren wir doch mal ein Duell. So, was nehmen wir denn diesmal? Den können wir nicht nehmen, der ist auch noch nicht... Ach, die sind noch gar nicht... Ach, die sind gar nicht in dem Event hier verfügbar. Also kann ich hier nur den Lancer Evolution nehmen, okay. Na gut, dann nehmen wir den noch wieder in schwarz. Ja, bis das anfängt, nehme ich nochmal kurz einen Schluck Wasser. So. Okay, let's go. Ja, skippen bitte. So, und ab geht die wilde Post hier. Naja, wilde Post hört sich irgendwie... Ah, scheiße, ich wollte den wegrammen. Arschloch. Okay, die Straßen sind nass, das heißt, ich brauche die Bremse nicht wirklich zu benutzen, wenn ich sliden will. Beziehungsweise driften. Aber ich muss hier noch den Fersen bleiben. Das Innerste einer Kurve ist schon voll. Oh, das war die falsche Taste. Ich wollte nicht bremsen. Ich wollte den Nitro einsetzen. Und ab dafür. Bam. Weg da. Mein Platz. Weg da. Oh, Alter, ist der schnell. Ich muss den auf jeden Fall im Windschatten einholen. Sonst. Alter, ist der schnell. Der hat bestimmt auch Four-Wheel-Antrieb. Weg da, ist mein Platz. Mach mal Platz damit, dein Trabi. Ist der denn gegengefahren? Ist ja geil, Alter. Kaum Gegenverkehr. Ich wollte schon sagen, kein Gegenverkehr? Aber da kommen wir. Alter, die Karre packt auf der Straße, ne? Geil. Ich glaube, den nehme ich jetzt zukünftig auch. Alter! Was soll der Scheiß? Bleib mal weiter hinter mir. Kollege Bratwurst.
Oh, oh nein, ich wollte sliden, verdammt. Egal. Alter, der Typ, der kommt ja richtig nah, ey. Ich hasse dieses Gummiband-Prinzip, ne? Je weiter der zurück ist, desto schneller kommt er wieder an mich ran. Das war bei den ganzen Need for Speed-Teilen eigentlich überall so, meiner Meinung nach. Boah, da wollte ich nicht gegenschlagen, aber egal. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Abstand zu nehmen. Yeah, was ein Slide, Mensch. Geil. Der liegt total weit hinter mir. Boah, holen wir uns noch ein bisschen Zeit ein. Zack, gewonnen. Okay, Leute. Wir haben eine weitere Goldmedaille gewonnen. Das ist richtig nice. Richtig nice. Ich werde auf jeden Fall das Spiel weiter spielen und für euch Aufnahmen machen. Das steht schon mal fest. So, machen wir weiter. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bewertung nicht vergessen und reingehauen mit Ciao.